Hier ist der Grund, warum du immer noch zu früh kommst und das, obwohl du schon alles Mögliche ausprobiert hast und sämtliche Tipps schon in die Umsetzung gebracht hast. Wenn wir über das Thema Ausdauer im Bett länger durchhalten sprechen, beziehungsweise ein starkes zu frühes Kommen, dann reden wir in aller Regel über ein relativ komplexes Problem, eine relativ komplexe Problematik. Das ist also nicht wie, ich will, dass mein Bizeps größer wird und dementsprechend laufe ich jetzt ins Fitnessstudio und ich mache den ganzen Tag so und dann am Ende ist mein Bizeps größer. Das ist in aller Regel nicht, wie es sich beim Thema zu früh kommen verhält. Es ist ein bisschen komplexer. Das Problem ist jetzt allerdings, dass wenn man so rausgeht ins Internet und auch hier auf YouTube, man recherchiert so ein bisschen, dann gibt es eben ganz, ganz viele Ratgeber, Artikel, wo so ein paar oberflächliche Tipps gegeben werden. So, nimm mal bitte dieses Mittelchen, probier mal das und das Präparat, probier mal dieses und jenes Training. Probier es mal auf diese mentale Art und Weise. Es werden so ganz, ganz viele oberflächliche Tipps gegeben, die den Eindruck vermitteln, hey, ich muss nur für mich den richtigen Tipp finden. Wenn ich den richtigen Tipp gefunden habe, dann läuft es bei mir. Und das ist dann eben ein Zustand, der nie eintritt. Und Männer fangen aber an, immer nach dem nächsten und dem nächsten und dem nächsten und dem nächsten Tipp zu suchen, kommen aber nicht nennenswert voran. Und das ist nicht deine Schuld, denn das ist, was dir halt einfach so in den Weiten des Netzes einfach suggeriert wird. Schauen wir uns aber mal an, wie sich diese Problematik wirklich lösen lässt. Und dazu blende ich dir mal das 5-Ebenen-Modell des zu früh Kommens bei Männern im Bett ein. Das ist ein Modell, das haben wir entwickelt. In diesem Modell findest du 5 Ebenen, auf denen deine aktuelle Problematik entsteht. Entweder auf allen Ebenen gleichzeitig oder eine Kombination aus einigen dieser Ebenen. Und daran siehst du schon, dass es nun mal nicht so einfach ist. Zu frühes Kommen hat ja bei vielen Männern was zu tun mit der körperlichen Ebene. Die siehst du da, die nimmt einen relativ kleinen Anteil der Problematik insgesamt ein. Auch was mit der strategischen, neurologischen und energetischen Ebene. Also zum Beispiel, wie gut kann ich meinen Körper, wie gut kann ich meine Erregung beim Liebemachen steuern? Wie ist mein Hirn konditioniert, Lust und Erregung beim Liebemachen zu steigern, beziehungsweise in deinem Fall in die Höhe schießen zu lassen? Siehst aber jetzt zum Beispiel auch gleichzeitig, dass die mentale Ebene einen sehr, sehr großen Teil der Problematik einnimmt. Und das ist bei den allermeisten Männern so. Ich habe jetzt über die letzten 6, 7, 8 Jahre mit wahrscheinlich mittlerweile Tausenden von Männern diese Problematik bearbeitet und auch aufgelöst. Und dieses Modell besteht auf meinen ganz, ganz klaren Erfahrungswerten. Fast alle Männer haben auf der mentalen Ebene grobe Defizite. Die mentale Ebene aber, die ist schwammig. Was meine ich damit? Das ist ein komplexes Gefriemel aus unterschiedlichen inneren Überzeugungen, Glaubenssätzen, wie du denkst, wie du das Liebemachen mit deiner Partnerin betrachtest, mit welchem Mindset, mit welcher inneren Haltung, mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken du ins Liebesspiel mit deiner Partnerin reingehst. Mit oberflächlichen Tipps ist es da dann nicht getan, hier den entsprechenden Knoten, den du da hast, zu finden, den zu lösen, sodass du dann wesentlich länger durchhalten kannst und dein zu früh Kommen überwindest. Dazu braucht es in aller Regel einfach eine vernünftige, systematische und professionelle Herangehensweise. Das Zauberwort ist systematisch. Nicht einfach irgendwie, jetzt probiere ich mal den Tipp, jetzt probiere ich mal den Tipp und jetzt mal den Tipp, sondern systematisch bedeutet, wir gucken uns jetzt mal diese mentale Ebene in aller Ruhe an. Wir machen mal eine Bestandsanalyse, finden mal ganz genau heraus, was ist hier eigentlich alles los. Eine ausführliche Bestandsanalyse, das ist das, was wir mit Männern bei uns im Programm immer als allererstes machen, immer. Eine ausführliche Bestandsanalyse über alle Ebenen, alle diese 5 Ebenen, die du hier siehst, aber eben auch, ganz besonders auch, von der mentalen Ebene. Und finden jetzt heraus, wo hast du auf diesen 5 Ebenen Defizite, wo du ran darfst, wo wir die auflösen dürfen. Und wo sind die mentalen Knoten bei dir auf der mentalen Ebene? Ja, in einem systematischen Prozess.
Und dann gehen wir daran, diese Knoten aufzulösen, ebenfalls auf eine systematische Art und Weise. Aber es muss und darf systematisch sein. Jetzt probiere ich mal den Tipp, jetzt mache ich mal das, bringt die meisten Männer einfach nicht erfolgreich an ihr Ziel. Und das ist der Grund, warum du immer noch zu früh kommst, weil du es bislang einfach nur nicht systematisch angegangen bist. Und wie gesagt, das klingt irgendwie hart. Das ist der Grund, warum du immer noch zu früh kommst. Es ist nicht wirklich deine Schuld. Das Ganze wird einfach häufig so suggeriert, wenn man irgendwelche Ratgeberartikel liest, werden einfach diese oberflächlichen Tipps halt immer so rausgehauen. Ja, man fällt damit meistens auf die Schnauze. An dem Punkt gibt es zwei Möglichkeiten für dich. Die erste Möglichkeit ist, dass du dich jetzt über diese unterschiedlichen Ebenen, die ich dir eingeblendet habe, ein bisschen tiefergehend informierst. Dazu verlinke ich dir in der Videobeschreibung verlinke ich dir ein Video, wo ich auf diese einzelnen Ebenen relativ detailliert eingehe. Und dann kannst du anfangen, da eben mehr Informationen zu gewinnen und zu verstehen, was bei dir eigentlich los ist und dein Thema dann auch angehen letztendlich. Oder wenn du Lust hast, das Thema jetzt wirklich systematisch anzugehen, unter professioneller Anleitung, dann buche dir ein kostenloses Wachstumsgespräch bei uns, bei Love Better, wo wir uns deine Situation anschauen können, wo sich ein erfahrener Coach aus meinem Team deine Situation anschauen kann und dir Hinweise darauf geben kann, wobei die Defizite liegen und dir dann auch erklären kann, wie wir diese Defizite gemeinsam auflösen. Das sind die zwei Möglichkeiten an der Stelle. Entweder du guckst dir noch ein weiteres Video an, das Sinn macht an der Stelle, das verlinke ich dir unter diesem Video, oder du sagst direkt, komm, ich mache mir einen Termin für so ein kostenloses Wachstumsgespräch, Link ebenfalls unter diesem Video. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat dich weitergebracht und inspiriert. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.